Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man die App Novamind besonders gut einsetzen kann unter Windows 8, nämlich wenn man die besondere Möglichkeit bei Windows 8 nutzt, dass sich der Bildschirm in mehrere Bereiche einteilen lässt, dass also mehrere Programme sich den Bildschirm teilen können. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier einen Text habe, wie hier zum Beispiel Wikipedia über die Hauskatze, und diesen Text möchte ich jetzt zusammenfassen mit Hilfe einer Mindmap. Ich habe sie also hier jetzt aufgerufen, ich könnte aber auch eine PDF-Datei haben oder ein beliebig anderes Programm. Wechsle jetzt dann in die App-Ansicht, starte hier dann Novamind und habe jetzt hier meine gewohnte Oberfläche. Und ich mache jetzt Folgendes, ich fahre jetzt hier mit der Maus links hinauf oder auch mit einem Finger, ziehe das jetzt hier herein und hier ist die vorher gerade geöffnete Seite zu sehen über die Hauskatze. Und jetzt kann ich hier auf der rechten Seite beginnen. Eine Mindmap, da kommt das Text jetzt auf der linken Seite zu verfassen. Und das Praktische ist, ich kann jetzt hier diesen Ausschnitt vergrößern und verkleinern. Das heißt, wenn ich den Text hier größer dargestellt haben möchte, dann mache ich hier diesen Bereich größer. Wenn ich die Mindmap hier auf der rechten Seite größer haben möchte, dann verschiebe ich dann in dem Fall hier die Trennlinie weiter nach links. Eine weitere gute Möglichkeit ist, ich kann mir vielleicht manche Tipparbeit ersparen, indem ich hier dann zum Beispiel sehe, Hauskatze hat einen bestimmten lateinischen Namen, markiere es mir hier rechts, klicke auf Kopieren, gehe jetzt hier rüber in diese andere Ansicht, füge mir dann einen weiteren Begriff ein und kann jetzt hier dann ganz bequem mit der rechten Maustaste habe ich hier noch weitere Möglichkeiten, mir zum Beispiel noch einen Begriff anzeigen zu lassen. Ich kann jetzt hier dann mit der Tastenkombination STRG V kann ich das, was ich mir hier rüben kopiert habe, hier dann einfügen. Ich klicke auf Enter und habe also hier einen Text von der linken Seite in die rechte Seite her übernommen. Also eine, wie ich meine, ganz tolle Sache, wenn man hier auf der linken Seite mit Text arbeiten möchte und auf der rechten Seite etwas zusammenfassen möchte. Eine tolle Möglichkeit, unter Windows 8 mit Novamind Texte zusammenfassen zu können. Bis zum nächsten Mal.